Uns steht eine God of War-Serie bevor. Ein Amerikaner muss wegen einer Pokémon-Karte ins Gefängnis. Die Gaming-Branche stellt sich gegen Russland. Ein waschechtes Lego-Sportspiel kommt und mehr heute in den Marionettenmeldungen. Freunde, recht herzlich willkommen hier bei Lord of Nerds zu den Marionettenmeldungen, den kompakten Nerd-News. Nur für euch! Amazon ist tatsächlich gerade in Gespräche verwickelt, um eine God of War-Umsetzung für den heimischen Bildschirm hinzukriegen. Der gute Kratos wird sich dann in eine ganze Reihe von künftigen Verfilmungen einreihen. Wir haben beispielsweise The Last of Us auf HBO, was seit letztem Jahr bereits im Dreh befindlich ist. Amazon ist wohl ebenfalls dran, Mass Effect, Fallout und Twisted Metal zu verfilmen, während Netflix eher so die Horrorriege mit Resident Evil und Bioshock abdecken möchte. Allein so von der Storydichte her bleibt anzunehmen, dass man sich eher an dem neuen Spiel als an den griechischen Mythologieteilen davor orientieren wird, aber das bleibt natürlich auch alles noch abzuwarten. Nachdem der Kinorelease von Uncharted eher so zwiegespalten wahrgenommen wurde, gerade von Fans, sind wir mal gespannt, ob die Heimkinoanbieter das besser hinbekommen. Letztes Jahr bewarb sich ein Mann aus Georgia in den USA um finanzielle Unterstützung zur Covid-Pandemie. Er erhielt eine staatliche Finanzspritze von $85.000, mit denen er seine laufenden Kosten und seine Mitarbeiter bezahlen konnte. In Wahrheit allerdings, ohne Mitarbeiter, Miete oder überhaupt ein eigenes Geschäft beliefen sich die einzigen laufenden Kosten auf seine Pokémon-Kartensammlung. Fast $58.000 dieser Finanzspritze investierte er nämlich in eine einzige Glurak-Karte. Ich meine, wenn eine Karte das wert ist, dann definitiv die mit Glurak drauf. Naja, dummerweise ist es aufgeflogen und das Gericht verurteilte ihn zu 3 Jahren Haft und einer Geldstrafe von $95.000. Da kann man nur hoffen, dass er noch mehr richtig wertvolle Karten zu Hause rumliegen hat, um die Knete zusammenzubekommen. Im Knast wird er die ja eh nicht mehr brauchen. Da sind Kippen viel, viel wertvoller. Auch wenn die Sammelmotive vielleicht nicht ganz so hübsch anzusehen. Neben zahlreichen Unternehmen, die mit wirtschaftlichen Sanktionen Druck auf Russland ausüben wollen als Reaktion auf die Ukraine-Invasion, schließen sich jetzt nun auch diverse Unternehmen der Gaming-Branche an. Activision Blizzard stoppt für Russland Verkäufe von und in ihren Videospielen, ebenso Epic Games sowie Microsoft und Ubisoft plant dasselbe. EA arbeitet laut eigener Aussage daran, russische Teams aus FIFA und NHL zu entfernen. Nintendo verschiebt sogar den Release von Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp auf unbestimmte Zeit aufgrund der ähnlichen Thematik im ersten Spiel. Starke Standpunkte, die hoffentlich irgendwann mal so viele Russen auf die Straße bringen werden, wie der Kerl da drüben nicht mehr verschwinden lassen kann. Ihr habt sicherlich schon gehört, Nintendo hat ganz überraschend die nächste Pokémon-Generation für das Weihnachtsgeschäft 2022 angekündigt. Die Editionen Scarlet und Violet erhalten einen sehr westlichen, mediterranen Anstrich mit sehr vielen spanischen Einflüssen. Abgesehen von vielen optischen Anlehnungen an Pokémon-Legenden Arceus wurden allerdings nur die 3 neuen Starter gezeigt. Welchen davon würdet ihr wählen? Schmalzlocken-Donald hat mir schon irgendwie mein Herz erobert. Bleiben wir bei Nintendo, denn die haben ihr neues Belohnungssystem gestartet. Früher musste man ja noch aus den Spielen diese Rubbellose aktivieren, um sie gegen Prämien eintauschen zu können. Auf der Switch sind das nun die Platin-Punkte. Das Ganze funktioniert nur, wenn man den Online-Dienst der Konsole nutzt und die dort regelmäßig aktualisierten Aufgaben erledigt. Dafür lassen sich diverse digitale Inhalte wie Avatare freischalten oder auch, ganz wie früher, physische Prämien. Bisher gibt es allerdings noch nicht sowas Feines hier, sondern Pokémon-Kabelbinder. Gefühlt die ganze Welt spielt momentan Elden Ring. Ein doch sehr ernstes, düsteres Spiel. Umso erfreulicher, dass sich gerade Soulspawn-Fans an etwas Entwicklerhumor erfreuen können. Creator Hidetaka Miyazaki kündigte bereits in einem 2011er Interview an, dass jedes seiner Games Patches enthalten wird. Allerdings meint er nicht die herunterladbaren Patches, die wir bei jedem neuen Spiel inzwischen über uns ergehen lassen müssen, sondern einen ganz besonderen Easter Egg Character. Ursprünglich bekannt aus Armored Core als feiger Sniper, der euch aus sicherer Höhe angreift, haben die meisten ihn wohl in Demon's Souls kennengelernt, wo er den Spieler gleich 2-mal in eine gefährliche Situation lockt, in der Hoffnung, die Leiche des Protagonisten daraufhin ausrauben zu können. Auch in Dark Souls versucht er euch unter falschen Vorsätzen in tiefe Abgründe zu schubsen, während er in Bloodborne als spinnenhafter NPC auftaucht und euch, na, richtig, von einer Klippe stößt und dabei creepy lacht.
Auch in Elden Ring bekommt Patches wieder einen Auftritt, auch wenn er dieses Mal weniger feige unterwegs ist und stattdessen einfach nur sauer, dass man sich an seinem Schatz vergreift. Die Fußball-Gaming-Freunde unter uns, die eher einen farbenfrohen, weniger ernsthaft gehaltenen Ansatz des Sports gutheißen, wurden vor ein paar Wochen ja bereits mit der Ankündigung des nächsten Mario Strikers-Teil beglückt. Jetzt kommt es aber noch überraschender. In einer Kooperation mit 2K wird wohl gerade an einem Lego-Fußballspiel gearbeitet. Und der Release soll sogar an die Fußball-Weltmeisterschaft Ende dieses Jahres angeknüpft werden. Wie der bekannte Lego-Charme aber in so ein Genre implementiert werden kann, das bleibt noch abzuwarten. Besonders geil wäre natürlich, die ganzen gekauften Marken wie Harry Potter, DC, Marvel mit da reinzupacken und gegeneinander antreten zu lassen. Entschuldigung. Jetzt wieder gefasst. Japan! Oh Baby, hab ich dich vermisst! Gerade die Horrorfans meiner Generation werden sich sicherlich noch an The Ring erinnern. Dieses unheimliche junge Mädchen mit dem weißen Kleid und mit dem von Haaren verhangenen Gesicht. Das war Sadako. Und die ist jetzt YouTuberin. Wer Lust auf jede Menge japanische Untertitel und noch mehr alberne Soundeffekte hat, der kann sich jetzt zum Beispiel ihre Roomtour anschauen, wo sie stolz ihren Fernseher und den Brunnen präsentiert, aus dem sie kommt. Wie jeder vernünftige YouTuber hat auch sie bereits ein FAQ abgehalten, bei dem zum Beispiel rausgekommen ist, dass ihr Lieblingsfilm Ghostbusters sei. Ha, ich hätte ja auf Scary Movie 3 getippt. Jetzt muss ich nie wieder töten. Wirklich? Nee, ich hab euch nur verarscht. Und an dieser Stelle ist jetzt Platz für Ihre Kommentare. Sumimasen. Wir sehen uns jetzt jeden zweiten Freitag hier zu den Marionettenmeldungen wieder. Vielen Dank fürs Ansehen, mein Lord. Das bin ich. Be with you. Gott, das war so viel Energy heute. See ya.